Hallo und herzlich willkommen bei Plottertante bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Ich freue mich ganz besonders auf das heutige Thema. Ich habe nämlich ganz einen spannenden und interessanten Gast bei mir und es dreht sich heute alles um das Thema Flexfolien, vor allem um die neue Generation der Flexfolien. Dazu habe ich den Experten Michael Hildebrand von der Firma Polytape. Der wird sich auch gleich persönlich bei euch vorstellen. Ich möchte euch nur vorab ein paar Informationen dazu geben, wie das Gespräch, wie die Gesprächsrunde verlaufen wird. Und zwar neben den Flexfolien, die er uns vorstellen wird, also wir werden da ein bisschen natürlich darüber sprechen, wie die beschaffen sind, wie die Herstellungsprozesse sind, wie die Verarbeitung ist, natürlich mit dem Fokus auf dieser neuen Generation der Flexfolie. Was ist das überhaupt? Können wir natürlich auch alles rundherum besprechen, was die Verarbeitung dieser Folien betrifft und natürlich auch die Textilien, die wir damit veredeln, was man da vielleicht beachten muss. Und wie immer, für alle, die vielleicht heute das erste Mal dabei sind oder nicht so viel Erfahrung mit Flexfolien generell haben, ihr könnt Fragen stellen hier im Laufe dieses Gesprächs. Wie immer, bitte einfach kommentieren. Ich werde im Laufe des Gesprächs da immer wieder reinschauen, um zu sehen, ob da Fragen kommen und diese dann an den Michael Hildebrand weiterleiten. Ich schalte jetzt auch gleich schon in die Interviewmaske und dann habe ich auch hier schon den lieben Michael Hildebrand sitzen. Hallo, lieber Michael. Ja, hallo Mirjam. Ich freue mich sehr, dass wir heute diese Aktion zusammen durchführen. Ich freue mich auch. Bevor wir aber dann gleich in das wirklich spannende Thema der Flexfolien tauchen, würde ich dich gerne bitten, ob du dich vielleicht ganz kurz vorstellen kannst. Was ist deine Position auch in der Firma und vielleicht auch einfach einen kurzen Überriss oder Umriss oder wie sagt man da, auf der Firma Polytape gibst, also wie seid ihr auch im Markt eigentlich vertreten? Ja, mache ich natürlich sehr gerne. Wie gesagt, Michael Hildebrand, bin jetzt noch 46 Jahre alt, nicht mehr ganz so lange. Bin stolzer Familienvater von drei gesunden Kindern. Arbeite jetzt im 20. Jahr für Polytape und bin zuständig für Deutschland, Schweiz, Niederlande und Österreich. Und die Kernkompetenz beziehungsweise meine Aufgabe im Unternehmen ist die Business Unit Textildekoration. Und da, wie gesagt, das ist auch mein Herzblut. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders mit euch, die perspektivisch neuen Produkte beziehungsweise auch die täglichen Fragen beantworten zu können. Polytape ist Marktführer in vielen Ländern Europas. Da ist unser Anspruch natürlich immer, hohe Qualität in hoher Liefersicherheit anbieten zu können. Ja, ich hatte ja auch die Freude, dich vor 2 Jahren, ne, haben wir uns kennengelernt. Da habe ich dich ja besuchen dürfen in Remmagen bei eurem Standort in Deutschland und wir haben uns die Produktion von Glitzerfolie damals angesehen. Wer sich dafür interessiert, es gibt auf meinem YouTube-Kanal da das Video natürlich noch anzusehen. So eine kleine Kurzdoku, sagt mein Mann, immer wie eine kleine Sendung mit der Maus, wo beschrieben wird oder du auch uns durchführst durch eure Hallen sozusagen und wir sehen die einzelnen Schritte der Produktion. Aber heute soll es ja um die Flexfolien gehen. Das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, was dir besonders am Herzen liegt, weil du ja auch immer Schulungen gibst und auch immer informierst, wie man damit umgeht. Und deswegen wollen wir heute dein Expertenwissen auch so ein bisschen anzapfen, ja. Und zwar zu Beginn würde ich dich eben gern bitten, für alle die, es gibt ja bei uns Hobbyplottern natürlich einen Großteil, der sehr gern und viel mit den Flexfolien schon arbeitet und natürlich weiß, um was es sich hier dreht, aber manche sind da mehr auf Papier oder machen andere Projekte. Kannst du vielleicht einen kurzen Abriss geben oder eine kurze Erklärung, was Flexfolien eigentlich sind, wofür man sie verwendet und dass man dann nur ganz kurz eine Ahnung hat, was man damit machen kann. Ja, sehr gerne. Also grundlegend ist alles beschriftbar mit unseren Textilbeschriftungsfolien, was Temperatur aushält, um das vorweg zu sagen. Ich glaube, da seid ihr vielleicht sogar im Bastelmarkt etwas weiter als der Otto-Normal-Anwender, der sich auf reine Sporttrikots oder Freizeitbekleidung konzentriert. Funktionieren tut das Ganze letztendlich immer darauf, dass wir mit einem Heißschmelzkleber arbeiten, der durch thermische Aktivierung flüssig wird, in die Struktur geht und sich erkaltet oder auskristallisiert, besser gesagt. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das hält alles sehr, sehr schnell. Und als kleiner Tipp, also bitte niemals am ersten Tag waschen. So auskristallisiert sind diese Heißschmelzklebstoffe erst nach Stunden oder Tagen. Wie gesagt, ja, Flexfolien sind so vielseitig einsetzbar, dass man, glaube ich, manchmal gar nicht sogar weiß, wo es aufhört mit den Anwendungen. Und
Die hohe Strapazierfähigkeit ist ja, ja, ein absolutes Qualitätsmerkmal, dass man wirklich langlebige Produkte hat. Ja, und was ist jetzt dann, wenn das Thema heute ist ja die neue Generation der Flexfolien. Was gibt es denn da eigentlich für unterschiedliche Folien am Markt? Also worin unterscheiden sich die einzeln voneinander und was ist das Besondere an dieser neuen Generation der Flexfolien? Ja, also auch da gehe ich natürlich gerne drauf ein. Also Unterschiede gibt es in jeglicher Form. Ihr habt Folien, die vielleicht ein bisschen glänzender sind. Es gibt Folien, die sind sehr matt von der Optik. Da setzen wir zum Beispiel sehr, sehr gerne drauf. Das ist im europäischen Markt, denke ich mal, auch sehr, sehr gewünscht. Was ist das ganz präzise zu sagen Neue an den Folien ist, das Heißschmelzklebersystem ist revolutionär. Und auch wenn ich natürlich weiß, dass da neben dem professionellen Bereich auch eine gewisse Skepsis generell immer bei den Leuten ist und man sehr konservativ ist, sehe ich natürlich auch im Bastelmarkt Riesenvorteile. Weil was passiert? Wir haben Klebstoffe entwickelt, die sehr viel schneller aktivierbar sind, also schneller flüssig werden, schneller sich mit dem Textil auch verbinden. Und um das vorweg auch schon zu sagen, die haben natürlich, ich sehe keine Nachteile dadurch. Natürlich hat man durch verschiedene Transferpressen oder Pressmöglichkeiten oder manche arbeiten noch mit dem Bügeleisen, vielleicht so eine Verschiebung von den Parametern. Aber neben diesem Thema Verschiebbarkeit, sagen wir, dass die Parameter anders sind, hast du einen zeitlichen Vorteil, du hast weniger, und da kommen wir nachher drauf. Die Textilien ändern sich oder die Untergründe. Und da sehe ich natürlich viel, viel mehr Einsatzgebiet und Verbesserung. Das heißt, der große Vorteil, habe ich das richtig verstanden, liegt vor allem in dieser neue Heißschmelzkleber, der auf dieser neuen Generation der Flexfolien angebracht ist, der eine leichtere und schnellere, effizientere Verarbeitung oder Anbringung am Textil ermöglicht. Habe ich das soweit verstanden? Also definitiv. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei unseren strategisch wichtigsten Produkten einfach oder auch bei den Wettbewerbern sich das anguckt, die optische Seite, also die Seite, die nachher außen auf dem Textil ist, ändert sich ja grundlegend gar nicht. Also wir haben definitiv dann andere Systeme, die, um es klar zu sagen, mit weniger Temperatur und weniger Zeit appliziert werden können. Und gerade um mal ein Beispiel vielleicht auch in die Runde zu zeigen, gut, Sportbereich ist für uns jetzt eklatant wichtig, aber Textilien werden immer temperaturempfindlicher. Und das ist natürlich dann einfach so, dass du dann das Thema hast, wenn ich jetzt hier ein Textthema zeige, ich weiß, es ist natürlich ein bisschen schwieriger zu sehen, man hat also hier eigentlich einen weißen Flex drauf, der fast roséartig ist, man sieht so ein bisschen auch die Abdrücke von der Presse und einfach auf ein und demselben Shirt mit den neuen Materialien was verpresst und du hast eine ganz andere Welt. Also das ist, um es vielleicht näher zu sagen, das ist weiß und das andere nochmal als Negativbeispiel, das ist natürlich Rosé. Ja. Und das ist halt der Ansatz, den wir halt zeigen wollen oder der auch, weil die Textilien sich so extrem geändert haben, machen mussten letztendlich. Das heißt, es gibt ja auch, und jetzt will ich ja nicht zu sehr jetzt in die Thematik der verschiedenen Folien gehen, aber normalerweise hat man ja Blockout-Folien verwendet, oder? Um diesen Effekt zu vermeiden. Ist das jetzt... Oder vermische ich? Nein, du hast es vollkommen richtig. Das war bisher die Möglichkeit. Aber wie soll man es richtig erklären? Jede Folie hat Vor- und Nachteile beziehungsweise technische Limits. Und bei einer Blockout-Folie, die ist vielleicht in der Blockwirkung, oder ist nicht nur vielleicht, ist definitiv noch ein Tick besser, weil du hast diesen schnellen Kleber bei uns plus diese Trennschicht. Also ich sage immer doppelte Sicherheit. Aber dadurch, dass die Folie dicker wird und steifer ist damit, hat sie natürlich von der Flexibilität auf dem Textil deutliche Grenzen. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, und das ist immer eine Fall-zu-Fall-Betrachtung, dass du ja nicht weißt, wie hoch ist das Risiko deines Textils, wie viel Farbe ist da drin und wie viel kann wandern. Und das ist so schwierig, dass wir gemeinsam mit den Anwendern da uns so ein bisschen rantesten müssen. Und da ist dann Turbo mit Sicherheit vom Tragekomfort, von der Flexibilität deutlich besser und noch breiter aufgestellt. Aber natürlich kannst du sagen, wenn jetzt so ein extrem verseuchtes Textil wird, würde auch Turbo an seine Grenzen kommen. Aber die Schnittmenge ist viel, viel größer als jetzt bei normalen Folien. Ja. Und jetzt nur, damit wir die einzelnen... Du hast jetzt einige Fachbegriffe verwendet, die, glaube ich, nicht jeder kennt. Also ich auch, das ist mit Blockout und Turbo. Mit Turbo meinst du ja die neue Generation der Flexfolien, die eben über genau diese neuen Eigenschaften verfügen, die du beschrieben hast, oder? Korrekt. Also Turbo ist jetzt unser Brand in dem Bereich. Es gibt da andere Folien, die heißen dann High Five, Low Five, Gimme Five. Also haben immer ganz witzige Namen auch. Aber witzig
oder wichtig ist dabei zu wissen, dass der Denkansatz ähnlich ist. Also weniger Zeit, weniger Temperatur heißt immer weniger Stress fürs Textil, dementsprechend auch weniger Farbmigration oder Farbwanderung, um es einfacher zu sagen, und auch weniger Plattenabdrücke. Und vielleicht ist das im Bastelmarkt noch ein bisschen weniger, aber was ich eben schon mal angedeutet habe, ich denke, die Produkte brauchen Zeit, um sich zu entwickeln, und sie haben mit Sicherheit auch da einen höheren Einsatzzweck. Ja. Mhm. Hier möchte ich nur noch mal einwerfen, wirklich für alle, die jetzt zuschauen und die da Fragen haben, wenn euch irgendein Begriff nicht klar ist, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare und ich kann dann natürlich nachfragen und die Frage an Michael weitergeben, weil das sind jetzt doch ein paar Fachbegriffe und nicht jeder von euch wird wahrscheinlich genau wissen, um was es geht, und wir sind ja heute dazu da, um genau diesen Dingen nachzugehen. Ja? Das nur noch mal erwähnt. Du hast aber auch vorhin gesagt, das Neue an dieser Folie ist jetzt nicht nur der Heißschmelzkleber, sondern eben auch die Untergründe, die verwendet werden können. Was hast du damit gemeint? Also was ist das Besondere, was ich jetzt mit diesen Folien veredeln kann, was davor vielleicht noch nicht möglich war? Ja, danke für den Hinweis. Es ist so, dass du neben dieser normalen Anwendung, die ja nicht wegfällt, also wenn du deine normal gewohnten Textilien hast oder Untergründe, die deckt das Produkt ja auch mit ab. Du hast eben, um das auch nochmal aufzunehmen, dieses Thema Blockout. Blockout ist ja nichts anderes, als du versuchst, die Farbe daran zu hindern, durchs Produkt zu gehen. Also so Sublimationsblocker oder was sagt man auch in der Branche. Also es ist ja, um das klar zu sagen, nicht so, dass du eine Trennschicht einbaust, die blockt, aber du minderst durch weniger Zeit Temperatur die Tendenz, dass diese Farbpartikel wandern. Und wo ich auch noch einen Plus sehe, aber ihr kennt auch, ich weiß nicht, ob es dann auch so genannt wird, imprägnierte Produkte oder Nylon. Auch da kommen die neuen Produkte je nach Hersteller zum Einsatz. Also du hast neben der normalen Anwendung so eine Art Blockout-Wirkung ohne Blockout-Schicht. Und du kannst auf imprägnierte oder hydrophobierte, wie man so schön sagt, Untergründe auch noch gehen. Also du kannst auf Regenschirmen mal aktiv werden, du kannst auf Regenjacken aktiv werden, alle Sachen, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und hat man nicht auch, nur weil du gerade selber Nylon, Regenschirme und so weiter genannt hast und imprägnierte Oberflächen, gab es da oder gibt es nicht dafür auch spezielle Folien? Ist das dann die Wunderfolie, die man für alles universell einsetzen kann, statt diesen Spezialfolien? Also das heißt, ich bräuchte als Hobbyanwender dann nur mehr die Folie und könnte viel mehr abdecken, anstatt mir die speziellen Folien zu kaufen, oder verstehe ich das gerade falsch? Nein, du verstehst es prinzipiell genau richtig. Also es deckt definitiv mehr ab, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, es würde alle Probleme lösen. Also du hast natürlich in den Spitzen, in den brutal imprägnierten Sachen oder in den extrem farbverseuchten Sachen, um es klar zu sagen, Begrenzungen. Aber es ist schon auch eine Sache, dass der Kunde oder der Anwender natürlich mit einem Produkt mehr erschlagen kann und dementsprechend vielleicht auch die Beschaffung von den anderen Spezialprodukten doch bei vielen Sachen verzichten kann, ja, definitiv. Mhm. Und gibt es auch Untergründe, die nur diese neue Generation der Folien, wo nur die verwendbar ist, ohne Spezial, weil okay, beim Blockout habe ich gerade gelernt, Blockout ist noch ein Ticken besser, aber zu dick, ne? Jetzt ist, da kann ich jetzt die neue Generation, die Turboflex-Folie nehmen und habe einen ziemlich ähnlichen Effekt, aber es bleibt mir am Textil wahrscheinlich beweglicher, flexibler. Und gibt es da jetzt auch etwas, wo nur diese Folie geeignet ist, anhand von Spezialfolien, die es noch extra gibt? Weil ihr habt ja wirklich viele unterschiedliche Flexfolien im Angebot. Ne? Ja, das ist so. Also das ist auch so ein bisschen der Fluch für den Hersteller. Wir müssen natürlich das komplette Paket anbieten, um es da so präzise wie möglich zu sein. Also erst nochmal wiederholend, die Schnittmenge ist viel, viel größer. Es gibt auch mit Sicherheit Anwendungen, an die wir noch nicht denken, die einfach dadurch, dass du Untergründe hast, die nicht so temperaturbeständig sind, nur mit den neuartigen Folien zu machen sind. Wenn du sagst, wenn zum Beispiel auf einem Textil steht oder auf einem anderen Gewebe, dass du nur mit 120, 130 Grad agieren kannst, sind ja diese alten, herkömmlichen Materialien komplett außen vor. So würde ich es vielleicht zusammenfassen. Mhm. Andersrum, die traditionellen Sachen, die fallen ja nicht weg, weil diese Frage kommt natürlich auch sehr oft. Brauche ich denn die herkömmlichen Folien noch?
Wenn ich ganz ehrlich bin, auch ich bin ja jemand, der von Emotionen lebt. Und bei Neuerungen sind wir ja alle erstmal konservativ, auch ich als Vertriebler. Und gerade wenn ich sage, diese Anwendungen auf schwierigen Untergründen, da habe ich mich auch mit schwer getan. Aber da spricht natürlich die Zeit auch für uns. Die Produkte sind jetzt 4 Jahre im Markt und bombensicher eingeführt. Es gibt immer mal leichte Herausforderungen, die gibt es bei Standardprodukten auch. Also von daher ist das total spannend, dass der Markt sich da auch ein bisschen entwickelt. Die herkömmlichen Materialien sind ja nicht schlecht. Also das sind ja unsere Premium-Produkte der Vergangenheit, sage ich mal so. Und Leute, die jetzt aktuell noch nicht auf diesen herausfordernden Untergründen arbeiten, haben ja nicht diesen Zwang, jetzt unbedingt was ändern zu müssen. Also wenn du ein Standardtextil auf Basis Baumwolle hast, kommst du ja mit den herkömmlichen Produkten auch noch hin. Aber wie gesagt, du hast ja eben mir einen netten Ball zugespielt. Du hast dann vielleicht mit ein und derselben Folie auch Sachen auf imprägnierten oder auf riskanten Sachen, was Farbmigration angeht. Also du hast 2 Zusatzanwendungen mindestens. Mhm. Und schlägt sich das dann auch auf den Preis nieder? Ist die Folie dann auch vielleicht teurer, dadurch, dass sie jetzt eben, ist bestimmt viel Forschung und Entwicklung auch mit eingeflossen? Also schlägt sich das auf den Preis nieder, wenn ich jetzt diese Folie kaufe im Vergleich zur Standardfolie? Ja, in der Tat. Das ist der einzige Knackpunkt. Es ist aber minimal teurer. Also diesen Mehrwert ist die Folie in meinen Augen auch sehr, sehr wert. Also es ist, wir reden jetzt nicht über einen eklatant großen Preisunterschied. Sie ist in der Tat auch für uns in der Herstellung teurer. Das geben wir fair weiter. Und aber ihr kriegt dafür natürlich auch sehr, sehr viel Wert zurück. Okay. Gut. Ich denke jetzt mal grob gesehen, was jetzt Flexfolien sind, wofür man sie verwenden kann, dass die unterschiedlichsten Untergründe damit veredelt werden können, haben wir soweit geklärt. Wie sieht das mit der Verarbeitung aus? Sind diese auch also gleich in der Verarbeitung? Gibt es da vielleicht Vorteile, Nachteile? Ist es leichter mit Schneideplottern zu schneiden, zu entgittern? Gibt es da Unterschiede? Also grundlegend ist ja jede Veränderung in der Chemie oder in der Zusammenführung der Produkte schon auch insofern eine Auswirkung auf die Anwendung. Aber wenn du 2 Produkte hast, der eine sagt, es ist schwieriger, der andere ist leichter. Ich sehe es persönlich als absolut klaren Vorteil. Allein schon, wenn du siehst, die Heißschmelzkleber können matt oder glänzend sein. Der Turbokleber bei uns ist glänzender. Ich bin absolut davon überzeugt, dass du die Schnittlinie besser siehst zum Beispiel. Alles Weitere von der Verarbeitung, Schneiden, Entgittern, da sind wir natürlich auch da hochgradig dran interessiert, das so konstant und angenehm für den Verarbeiter zu machen. Aber das wirst du mir sicherlich bestätigen. Jeder hat natürlich seine Art zu arbeiten und es ist natürlich die große Kunst, die Schnittmenge so groß wie möglich zu haben, aber sich hier hinzustellen und zu sagen, dass es gibt dieses one and only perfekte Produkt. Natürlich strebt man danach, aber es wird natürlich, und das ist auch okay, dass der ein oder andere sagt, das hätte ich mir so gewünscht und das andere so. Also da hören wir natürlich auch sehr, sehr gern auf die Anwender und versuchen immer noch ein bisschen uns, wie man so schön sagt, nach der Decke zu strecken und noch besser zu werden, klar. Ja. Okay. Und wenn ich jetzt das Thema Flexfolien jetzt nur noch ganz abgerundet, dass wir das beleuchten können, wie ist denn das mit der Haltbarkeit oder der Lagerung? Ich denke mal, aber vielleicht korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, dass das da für alle Folien der Flexfolien gleich oder ähnlich ist. Aber was ist denn jetzt die richtige Lagerung und wie haltbar sind die wirklich? Und erkenne ich jetzt Folien, wenn sie irgendwann schon zu alt ist? Ja, also das sind Fragen, die habe ich übrigens im Vorfeld schon bekommen, wo ich das Interview angekündigt habe und die wirklich auf Interesse stoßen. Ja. Wie man die. Du sprichst natürlich sehr viele Sachen zeitgleich an. Ich versuche ausführlich darauf zu antworten. Also Haltbarkeit unterscheide ich ja erstmal in zweierlei Sachen. Einmal auf dem Textil und dann nachher, wenn du über Lagerfähigkeit sprichst, sind komplett 2 andere Sachen. Wenn wir unseren Job, und da arbeiten wir jeden Tag hart dran, gut machen, hast du mit diesen klassischen Flex-Produkten, also mit einem Premium oder einem Turbo, langlebige Produkte. Ich sage, es geht eher mal so ein Textil den Bach runter als eine Flexfolie, um das klar zu sagen. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist, wir und ihr macht zusammen alles richtig und die Untergründe sind dafür geeignet, um eine Beschriftung durchzuführen. Was jetzt die Lagerfähigkeit angeht, es gibt ja immer, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, dieses raumkonditionierte Lager, dass du zwischen 55 und 65% Luftfeuchtigkeit hast und so weiter. Aber um es klipp und klar zu sagen, so eine Flex- und Flockfolie, wenn du es nicht in die brutale Sonne legst,
ist sehr, sehr lang lagerfähig. Es wird von Herstellerseite meist immer nur ein Jahr nach Auslieferung garantiert. Aber wenn ihr natürlich nicht wisst, ist das Produkt noch einzusetzen oder nicht, also rein optisch zu sehen, ist es schwierig, muss man sagen. Also man kann die Heilschmelzkleber ein bisschen unterscheiden, ob sie matt oder glänzend sind und dann sehen, was es für ein Produkt ist. Aber ob das jetzt funktionsfähig ist oder nicht, also schneiden und entgittern, da seid ihr ja die Profis. Also das wäre das Erste, man muss ja gucken, kann ich es noch so verarbeiten wie gewohnt oder ist es irgendwie schwerer abzuziehen oder fällt es fast runter? Und das Zweite ist, und das ist ja wichtig, dass es sich mit dem Untergrund verankern kann, sprich, ist der Heilschmelzkleber noch aktivierbar? Und dann, vielleicht passiert es euch ja auch mal, ihr verhunzt einen Untergrund oder ein Textil, wo ihr aber wisst, das ist letztendlich einfach von der Verarbeitung. Wenn ihr jetzt ein Produkt vor euch liegen habt, nach 3, 4, 5 Jahren, sagt, funktioniert es noch, ja oder nein? Nimmt so einen schmalen Streifen von der Rolle oder von dem Bogen und schneidet immer dieselbe Breite und Länge und verpresst mit den Hersteller empfohlenen Parametern und legt am einem Ende ein Silikonpapier drunter. Dann habt ihr, wenn ihr nachher dann, und dann bitte dem Produkt zumindest mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit geben, zieht den Träger ab und dann an der Anfasslasche könnt ihr ziehen. Wenn das Produkt natürlich komplett vom Untergrund runtergeht, wisst ihr, der Heilschmelzkleber funktioniert nicht mehr. Der normale Fall ist, auch nach Jahren, dass ihr zerreißt den Flex oder den Flock oder halt ihr habt schon fast das Gefühl, ihr zerdehnt euer Textil. Aber so einfach kannst du nachvollziehen, ist mein Heilschmelzkleber noch aktivierbar oder nicht. Mhm. Und dementsprechend kannst du entscheiden, reklamiere ich jetzt was, schmeiße in die Tonne oder kann ich es noch einsetzen. Mhm. Also wenn ich es richtig verstehe, dann wird wirklich nur der Heilschmelzkleber alt unter Umständen und die Folie, das, was ich dann sehe, an der liegt es nicht. Es ist immer nur der Kleber, um den es geht. Das ist das A und O dann beim Anbringen am Textil oder an der. Ja, so ungefähr kann man sich das schon vorstellen. Also die Flexfolie zum Beispiel an sich ist sehr, sehr hochwertig. Wir sprechen, das geht aber schon sehr in die Chemie von aliphatischen Polyurethanen. Also da ist schon das geht zu weit. Ultra lange Gewährleistungshaltbarkeit gegeben. Und um es dann komplett abzuschließen, du hast natürlich meist noch diesen selbstklebenden Polyesterträger. Rein theoretisch, Klebstoffe reagieren immer auf Temperatur. Also da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen. Aber das klärst du ja dann schon ab, indem du diesen Schneideentgitterungstest machst. Wenn jetzt der Kleber etwas zu matschig oder flüssig wäre, dann merkst du das. Also auch da vertraue ich euch ja. Ihr habt ja sehr gutes Gespür für die Produkte und auch die anderen. Ja. Okay. Und dann jetzt, wenn wir jetzt mal die Flexfolie kurz außen vor lassen, die kommen ja immer auch auf ein Textil. Ja? Und da kommt immer wieder die Frage, ich weiß ja, vor 2 Jahren haben wir das ja auch schon mal angesprochen und einen kleinen Film dazu gemacht. Aber es ist immer wieder die Frage nach dem Vorwaschen. Ja? Also muss ich, soll ich, darf ich mein Textil vorwaschen? Wenn ja, wie? Es ist immer wieder die Frage nach dem Weichspüler. Kannst du da vielleicht uns auch nochmal erhellen, wie wir denn bitte mit unseren Textilien im Vorfeld umgehen sollten, damit wir auch ein gutes Ergebnis, was langhaltbar ist, produzieren können, erstellen können? Ja, gehe ich natürlich gerne drauf ein. Vorwaschen ist sehr schön, sehr reinlich, aber in meinen Augen erstmal nicht erforderlich. Ich sehe also diesen Mehrwert nicht. Was soll da passieren? Also du kannst, wenn du rein theoretisch nachweist mit dem Wassertropfentest, es ist irgendwas auf der Oberfläche, was einen Transfer schwierig macht, also dass der Klebstoff nicht eindringen kann, kannst du versuchen, durch ein Waschen diese ungewollten Imprägnierungen, nenne ich es mal, zu vernichten. Aber Eisenwaschvorgang sehr, sehr lange. Da wäre meines Erachtens ein Vorpressen sinnvoller, dass du halt Wachse, Paraffine, verdammt. Aber gerade wenn wir über Waschen reden und du hast das Thema Weichspüler angesprochen. Um Weichspüler wird sehr, sehr viel Trouble gemacht. Also vor dem ersten Veredeln mit einem Weichspüler zu agieren, das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Weil ein Weichspüler ist für mich immer Imprägnierung, extra Gold. Da kriegst du prinzipiell fast gar nichts mehr zum Halten. Also wer vorher mit Weichspüler agiert, der darf sich im Nachhinein nicht darüber beschweren, dass eine Folie eventuell abgeht. Mhm. Im Umkehrschluss, wenn das Produkt gut veredelt ist, wäre es nicht richtig zu sagen, Weichspüler ist für Ablösungen verantwortlich. Es kann vielleicht mal, da streiten wir Hersteller uns auch manchmal untereinander, zu leichten Ablösungen im Randbereich kommen, aber grundlegend, dass das dann sich jetzt entscheidet, nach einem Jahr abzufallen, würde ich komplett verneinen. Das heißt, wenn ich jetzt zusammenfasse, wenn jemand schon also alte Textilien verschönern möchte, die er jetzt schon vielleicht 2, 3 Jahre zu Hause hat und denkt, jetzt mache ich mir da ein schönes Design drauf und er hat immer also Weichspüler verwendet, dann ist es Pech, dann musst du damit rechnen, dass unter Umständen einfach die Folie abgehen wird oder nicht lange haltet. Ist das soweit korrekt? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es dann
eine sehr grenzwertige Geschichte ist. Also das wird eine Riesenherausforderung, stelle ich mir nicht so einfach vor. Okay, und wenn ich dann aber ein neues Textil habe, was ich nicht vorwasche, aber eben vorpresse und dann veredelt habe, erfolgreich gewartet habe, auch mit der ersten Wäsche, dass sich der Heißschmalzkleber auch gut verankern kann, danach ist das Verwenden von wie heißt das jetzt? Weichspüler, das war Eisspüler. Weichspüler, in Ordnung. Es könnte zu leichten Ablösungen kommen, aber eigentlich wäre das dann okay zu verwenden im Nachgang. Das hast du schön zusammengefasst. Okay. Also es ist in der Tat so, wenn das ausgehärtet ist, also wenn der Heißschmelzkleber ausgehärtet ist, dürft ihr ruhig mit Weichspüler euch eure Produkte in Kombination mit Flockenflex auch, ja, dürft ihr waschen, überhaupt kein Thema. Okay. Wir machen das seit 20 Jahren, seit es Weichspüler gibt, ist ein Teil der täglichen Qualitätskontrolle waschen. Mit Weichspüler, auch Trockner, je nachdem, welches Produkt es ist. Nicht alle sind Trockner geeignet, aber doch die meisten. Okay, super. Ich denke, da haben wir mal wirklich eine Frage geklärt, die ich ganz oft lese und die wirklich immer wieder kommt. Ich muss nur kurz schauen. Ich habe mir auch notiert, was da im Vorfeld für Fragen reinkamen. Genau, eine Frage betrifft noch den Heißschmelzkleber und zwar die Sigrid, meine Moderatorin, die liest ja wirklich unglaublich, ich glaube, durch alle Beiträge, die in meiner Gruppe sind. Ja. Und sie hat gemeint, sie stößt immer wieder, nicht nur in meiner Gruppe, sondern auch in anderen Gruppen, auf, dass die Anwender gesagt haben, der Heißschmelzkleber, sie hatten das Problem, dass der Heißschmelzkleber angeblich beim Pressen versickert im Textil und sich von der Folie an sich löst und dadurch die Folie nicht haltet und dieser Kleber ins Textil gewandert ist. Kann das passieren, beziehungsweise wann passiert so etwas? Meines Erachtens müssen wir hier zwei Punkte ansprechen. Also wenn ein Produkt oder sprich der Heißschmelzkleber zu weit durchsickert, ist ein Anzeichen, dass man mit viel zu hohen Parametern arbeitet. Das kann zu viel Zeit, zu viel Temperatur sein. Aber dann dieses Trennen untereinander, wie gesagt, wäre eine brutale Sache der Überhitzung. Und das Zweite ist, da muss man so ein bisschen auf die Herstellweise der verschiedenen Anbieter eingehen. Bei uns ist zum Beispiel so, wir gießen die verschiedenen Schichten, also Flex sieht einschichtig aus, sind aber verschiedene, um es einfach zu machen, verschiedene Schichten. Wenn man das ineinander gießt, wie man so schön sagt, dann ist die Haltbarkeit höher. Wenn du es natürlich nur zusammen kaschierst, kann es sogenannte Abtrennungen oder Ablösungen geben. Also es kann eine Kombination auch der beiden sein. Zusammenkaschieren Also heißt Schicht auf Schicht? sorry, habe ich nicht richtig Zusammenkaschieren verstanden. heißt das Schicht auf Schicht im Vergleich Also zum. zum Beispiel, du hast den Rest von deinem Produkt mit dem Heißschmelzkleber zusammenkaschiert, wie du es wirklich auch teilweise mit anderen Sachen machst. Und wenn das natürlich, wenn die innere Haftung da schon nicht gut genug ist, ist natürlich die Tendenz, dass die Produkte voneinander gehen, also Heißschmelzkleber vom Rest, durchaus gegeben. Also kann jetzt hier in dem Fall sein, von klassischer Anwendungsfehler bis zu auch mal einem Herstellfehler, definitiv. Und ich weiß, im Vorfeld kam auch die Frage, da geht es auch ein bisschen wahrscheinlich mehr um die Theorie, aber wenn wir jetzt gerade bei der Zusammensetzung von Flexfolien sind, da war die Frage, gibt es da unterschiedliche Herstellverfahren? Stichwort war da, was mir geschrieben wurde, gewalzt oder gewalkt und gegossen. Ich glaube, das war das. Da wirst du dich jetzt besser auskennen. Gibt es da Unterschiede oder werden die Flexfolien alle mit dem ähnlichen Prinzip bei euch hergestellt? Nein, es gibt natürlich Unterschiede und das ist dann schon auch ein qualitatives Ding. Man muss sich das praktisch vorstellen. Also wir sind sehr stolz, dass wir quasi alle Prozesse im Haus haben, auch in unserer Gießanlage in Italien. Und wenn du ein Produkt zum Beispiel gießt, ist das spannungsfreier. Beispiel ist, kenne ich aus anderen Bereichen, stell dir nur einfach mal vor, weil das andere, du nennst es gewalzt, also wenn du was mit Druck in eine Form bringst. Beispiel wäre jetzt dein Pizzateig oder dein Kuchenteig, der hat ja die Tendenz, immer wieder ein bisschen zurückzugehen. Im Umkehrschluss wäre dann zum Beispiel jetzt, wenn ich auf das Gießen hingehe, das ist wie so ein Rührei, wieder so ein Crepe, das ist spannungsfrei. Und dementsprechend hast du natürlich unterschiedliche Herstellweisen und dann natürlich eine unterschiedliche Qualität. Diese entspannten Folien liegen langfristig natürlich auch schöner auf deinem Textil. Okay, aber optisch kann ich das jetzt nicht unterscheiden, wie die hergestellt worden sind. Nein, also ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt, das Okay. sehen. Du siehst natürlich eine Auswirkung ist zum Beispiel die Waschbarkeit. Wenn du langfristig wäschst, tendieren diese nicht gegossenen Folien so ein bisschen dazu zu kräuseln. Also sie liegen dann schon so ein bisschen unruhiger auf deiner Textilstruktur, wogegen so ein schönes gegossenes Produkt dann einfach schön weiter planen. Okay.
Und eine Frage, die ich noch bekommen habe, ist, wenn ich jetzt von euch, sagen wir, drei unterschiedliche Arten von Flexfolie habe in derselben Farbnuance, ja, sagen wir mal, ein schönes Grün in Turbo, in Nylon und weiß nicht, Standard. Und ich habe sie nicht beschriftet und sie liegen so in meinem Kasten, was ja, glaube ich, bei uns dann doch öfter passiert, bei uns Anwendern. Gibt es dann eine Möglichkeit für mich, die zu unterscheiden, wenn ich sie nicht beschriftet habe im Vorfeld? Also damit ich nicht jetzt die Standardfolie auf meinen Regenschirm presse? Ja, es ist schon etwas schwieriger. Jetzt zum Beispiel dadurch, dass jetzt noch mit Turbo ein zusätzlicher Heißschmelzkleber dazugekommen ist, mit Sicherheit nicht einfacher. Also wenn du früher unterscheiden wolltest zum Beispiel zwischen Heißschmelzkleber für Nylon und für Premium, konntest du anhand, das eine war ein bisschen glänzender, jetzt spricht der Nylon und das Premium etwas matter. Aber jetzt geht es schon um Schattierung. Jetzt hast du mit dem Turbo noch ein glänzendes. Das ist schon etwas Ja, und herausfordernd. wahrscheinlich dann für den Endanwender wie uns ja auch noch schwieriger als jemand, der halt wirklich beruflich damit arbeitet und das täglich in der Hand hat, ne? So würde ich es zusammenfassen. Also es ist nicht ganz so einfach. Also wie gesagt, ich will das nicht unterschätzen. Also die Anwender haben schon ein sehr feines Gespür für die Materialien, aber es ist, und das will ich auch nicht zu leicht darstellen, eine Ja, Herausforderung. ja. Okay, dann ich schaue nur ganz kurz auf meinem kleinen Zettelchen hier, ob ich noch was übersehen habe, was ich fragen hätte sollen, beziehungsweise was wir uns aufgeschrieben. Ja, ein wichtiges Thema ist auch noch das Entfernen von den Flexfolien. Und zwar, das passiert dann natürlich auch immer wieder, dass wir Designs falsch anbringen oder irgendein Fehler passiert und dann möchten wir das gerne wieder ablösen oder und vielleicht nochmal neu machen oder dann auch gar nicht. Aber gibt es eine Möglichkeit, weil ich habe dass es rückstandslos ablösbar ist oder entfernbar, ist das machbar? Ja, jetzt wird es natürlich mit jeder Bemerkung wird die Antwort natürlich schwieriger. Also Punkt eins, dieses komplett rückstandsfreie ist schon eher die Ausnahme. Also man kann Flex oder Flockfolien bis zu einem gewissen Grad auch wieder abbekommen. Worauf ich aber hinweisen will, sind zwei Sachen. Also ich kenne jetzt nur harte Chemie, die funktioniert. Das ist Dichlormethan. Das ist hochgradig krebserregend, wenn man zwei Sachen nicht beachtet. Und da denke ich natürlich gerne auch an eure Gesundheit. Es gibt es als Flüssigkeit und als Spray. Also bitte Atemschutz plus Sicherheitshandschuhe. Dann ist Chemie ungefährlich, wenn man die ordentlich verwendet. Ich habe hingewiesen, dass nicht mehr alle Produkte abgehen. Also es gibt schon Klebstoffe, die mittlerweile oder Heißschmelzkleber, die sich so gut verbinden, dass du so ganz, ganz schweres Ablösen hast oder teilweise hast du dann noch mehr Probleme. Also wenn du so eine klassische Blockout-Folie versuchst, hier hinunterzubekommen, das schmiert mehr voneinander und dann hast du das noch mehr verhunzt. Also man muss da, glaube ich, auch ein bisschen an Wertigkeiten denken, je nachdem, wenn ich ein T-Shirt habe, was nur 2 € kostet, setzt eure Gesundheit meines Erachtens nicht aufs Spiel. Bessert nach, indem ihr ein neues Textil oder einen anderen Untergrund nimmt. Und es ist nicht so einfach. Also die neuen Folien haben da schon neue Herausforderungen auch geschaffen. Das heißt, wenn es gibt auch wenn dann nur die Chemiekeule und die ist eigentlich weniger empfehlenswert, habe ich soweit verstanden. Das würde ich genauso bestätigen. Es gab mal eine Tendenz, da kamen so Bio-Löser, aber die sind auch schnell wieder verschwunden. Also ist eigentlich ein Indiz, dass es nicht ganz so einfach ist. Okay. Moment. Und dann, ich sehe da, die Martina hat eine Frage gestellt. Moment. Ja. Zum Thema Vorpressen und Verdampfen von Wachsen. Sollte man zum Schutz des Textils ein Silikonpapier, Backpapier auflegen oder ist das eher kontraproduktiv, da das Wachs nicht weg kann? Kann etwas zum Aufsaugen empfohlen werden? Super spannende Frage, die kommt auch immer wieder. Da streiten sich aber auch wieder die Gelehrten, beziehungsweise die Anwender agieren komplett unterschiedlich. Also ich bin ja jemand, der grundlegend immer gesagt hat, du hast ja, wenn du mit Folien arbeitest, ja prinzipiell immer was drauf, was sowieso schon schützt. Aber wenn es jetzt nur ums reine Verdampfen geht, ja gut, noch nie im Detail so gehabt, aber würde ich zum Beispiel dieses Backpapier nicht als sinnvoll ansehen. Das ist eher hinderlich, weil wenn du was verdampfen willst, willst du dem Stoff ja auch Möglichkeiten geben, so schnell wie möglich aus dem Textil zu gehen. Aber um das Backpapier oder das Silikonpapier nochmal aufzunehmen, weil ich ja schon, wie ihr gemerkt habt, am Anfang auf einer anderen Schiene war, da streiten sich wirklich die Gelehrten. Also ich sage, wie gesagt, ein Produkt, was schon durch die Polyesterfolie geschützt ist,
muss nicht zusätzlich nochmal ein Backpapier oben drauf haben. Aber was ich mir von einem Pressenhersteller habe wirklich überzeugend zeigen lassen, ist, wenn du nichts dazwischen liegst und die Polyesterfolien sind natürlich sehr glatt und du hast eine sehr, sehr glatte Pressenoberfläche, das ist manchmal wie so ein Glasplatteneffekt, und dann dein Transfer von dem Textil mit. Also um es andersrum zu sagen, ein Backpapier draufzulegen ist natürlich auch nie ein Fehler. Und es ist, glaube ich, mit das billigste und effektivste Hilfsmittel, was es bei im Bastelmarkt oder auch im industriellen Bereich gibt. Mhm. Also das wird sehr häufig eingesetzt. Okay. Also wir haben jetzt da zwei Dinge besprochen, dann müssen wir es nicht vermischen. Eines war das Vorpressen ohne der Folie. Das heißt, da würdest du nichts drauflegen, weil wir wollen ja diese Dinge verdampfen und die sollen nicht abgehalten werden oder so. Habe ich das jetzt auch wieder richtig zusammengefasst? Ja, nachdem ich ein bisschen gehundet habe, du hast mich richtig verstanden und gerettet, jawohl. Und das Zweite ist, wenn man dann die geschnittene, entgitterte Folie auf das Textil anbringt, da kann es kein Fehler sein, Backpapier zu verwenden, auch wenn es deiner Meinung nach nicht immer nötig sein müsste. Aber was du gerade erzählt hast, allein wegen diesem Glasplatteneffekt, dass man sich unter Umständen die Folie mit abziehen könnte beim Öffnen der Presse, ist es empfehlenswert, das doch beizubehalten. Weil ich glaube, bei uns im Bastelbereich, wie du das immer so schön nennst, ist das doch gang und gäbe, dass wir das immer schützen. Okay. Ja, so genau perfekt zusammengehalten. Und wenn man dann so als Nächstes, was mir spontan einfällt, da bin ich natürlich nicht so Profi wie du, was viele ja auch dazwischen legen, ist nicht nur das Backpapier, es gibt auch teflonisierte Sachen oder dickere Matten, um Prägungen oder was auszugleichen oder auch zu veranschauen. Da muss man natürlich auch immer einfach nur beachten, also das ist auch nie ein Fehler, aber wenn irgendwas dazwischen ist, was Temperatur wegnimmt, muss man vielleicht ein bisschen oben drüber gehen, sonst habt ihr nämlich nachher das Problem, dass unten, da wo der Heilschmelzkleber aktiviert werden muss, zu wenig Temperatur. Mhm. Also das auch schon bei einer Teflon-beschichteten Folie sozusagen, da müsste ich dann auch schon eventuell, also sollte es Probleme mit der Haftung geben, könnte ich daran denken, dass es auch daran liegt, dass eventuell die Hitze ein bisschen reduziert war. Definitiv, absolut. Man muss dann ein bisschen oben drüber gehen von der Temperatur, dass unten auf gut Deutsch mehr Temperatur ankommt. Dann ist eine Frage von Hartmut, die ich nicht ganz, welche Übertragungsfolie ist denn für Polyflex Turbo ideal? Was ich jetzt nicht verstehe, die ist ja schon drauf, ne? Ja, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, es gibt ja auch Printfolien. Mhm. Bei Printfolien brauchst du definitiv, also bei allen weißen Folien, musst du ja die Seite, die nachher auf dem Textil außen liegt, offen liegen haben, sonst kann man nichts drauf drucken. Dann braucht man ein Übertragungsfolie oder ein Application Tape, um es vom Untergrund wegzunehmen, damit der Heißschmelzkleber frei liegt. Das könnte ich mir vorstellen, aber du hast letztendlich die andere Sache beantwortet. Alle einfarbigen Produkte haben ja schon ein Trägermedium, damit das A zu schneiden und zu entgittern ist und dann wird das ja automatisch schon richtig auf. Gibt es dann die Polyflex Turbo überhaupt zum Bedrucken, weil er ja explizit die Turbo anspricht, der Hartmut? Also wir haben unser Produkt zu dem Bereich schnell verpressbare Folien, heißt TurboPrint 4036. Okay, dann beantworten wir doch bitte die Frage. Nehmen wir an, das ist jetzt die Folie, die der Hartmut gemeint hat. Mit welcher würde er dann die dann übertragen? Polytag 854 wäre das passende Produkt aus unserem Produkt. Ich hoffe, Hartmut, deine Frage ist somit beantwortet. Wenn nicht, bin ich auch Tag und Nacht über meinen E-Mail-Account für dich erreichbar. Okay, dann die nächste Frage ist von Marina. Flexfolie auf Mullwindeln für Babys. Wie giftig ist das? Gut, also in der Tat, Entschuldigung, dass ich schmunzle, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Also giftig ist das, was Turbo oder Premium hatten, definitiv nicht. Wir investieren jedes Jahr auch sehr, sehr viel Geld dafür, unser Ökotex-Zertifikat zu verlängern. Wir haben da Ökotex 100 Klasse 1. Das heißt, es ist sogar für Babys, also für kleinste Lebewesen, geeignet. Also da würde ich mir keine Gedanken machen, aber interessante Anwendung, habe ich jetzt dran gedacht. Das heißt, keine Gedanken machen, das bedeutet, das Baby dürfte auch auf diesem Textil, was da, wo die Folie drauf ist, dran lutschen und das wäre unbedenklich. Habe ich das jetzt auch richtig verstanden? Oder, nicht, dass man es empfiehlt, aber... Nicht so ganz, aber was ja zertifiziert wird, ist, dass du auch direkten Hautkontakt hast. Mhm. Also jetzt... Wird jetzt nicht, dass Leute noch auf die Idee kommen und verkaufen letztendlich Flexfolie als Schnuller oder so. Also da würde ich mich gerne im Nachhinein noch ein bisschen schlauer machen. Aber prinzipiell
Alles, was mit direktem Hautkontakt zu tun hat, ist komplett unbedenklich. Okay, super, vielen Dank. Dann schaue ich jetzt nochmal, ob ich was übersehen habe. Hast du noch was auf deiner Liste gehabt, lieber Michael, sonst? Ja, ich hatte im Vorgang auch noch das ein oder andere gesehen. Es war, glaube ich, auch nochmal die Frage generell nach Unterschieden. Natürlich unterscheiden sich Flexfolien, und das ist ja für euch Anwender auch insofern super, von der Dicke, von der Haptik. Wir hatten es in einem Fall auch mal angesprochen. Also es gibt matte, es gibt glänzende Folien, es gibt unterschiedliche Dicken. Natürlich wird jeder, auch bei euch vielleicht, Hurra schreien und sagen, je dünner das Produkt ist, desto besser. Ja, kann ich vom Tragekomfort nachvollziehen, aber es ist natürlich exorbitant wichtig auch, dass du ein gutes Schneidest, ein gutes Entgittern und je nachdem, wenn du auf dunklere Untergründe gehst, auch eine gewisse Opazität oder Deckkraft, was dasselbe ist, hast. Mhm. Also von daher, jedes Produkt ist ein Kompromiss und da habt ihr natürlich ein breites Sortiment, wo ihr die passenden Folien für euch auswählt. Mhm. Und diese neue Generation, also diese Turbofolie, ist das dann eher eine dünne Folie? Oder weil du es gerade selber angesprochen hast, dass wir das gern dünn haben, da hast du wohl, ich denke, ins Schwarze getroffen. Und wir schichten ja auch gerne, wir machen ja ganz viel mehrfarbig, das wäre auch mal ein spannendes Thema. Und da wird es ja schnell dick. Ne? Deswegen wir versuchen ja immer einlagig zu plotten. Das heißt, dass wir wirklich jede Farbschicht am Textil aufpressen. Wie ist denn da die neue Generation, die Turboflexfolie? Sind die da dünner oder sind die dann, wie sind die da einzuordnen? Also im Verhältnis zu unserem Premium liegen wir um 5 μ dünner. Es gibt also Anwender, die sagen, die spüren das ganz klar. Ich gehöre dann eher zu den Untalentierten. Ich spüre keine 5 μ Unterschied. Also wir haben da den für uns idealen Kompromiss wieder so zwischen 95 und 100 μ gefunden, was unsere 2 Top-Serien angeht. Darf ich fragen, was da 100 μ sind von der Dicke her? Ich kann mir das nicht vorstellen. 0,1 mm. Okay, na dann spüre ich 5 μ Unterschied, glaube ich, auch nicht. Nein, das ist sehr, sehr gering. Also das wäre eigentlich ein Fall für Wetten, das gewesen, aber das geht jetzt so weit. Und welche Farbe habt ihr da vom Farbspektrum? Das sind ja auch alle, die Folien je nach Art bietet ihr ja nicht immer alle Farben an, die ihr so produziert. Wie sieht es da bei der neuen Generation, bei der Turbo aus? Ja, als ob ich es geahnt hätte, dass die Frage kommt, habe ich hier mal eine schöne Farbkarte für euch vorbereitet. Das war in der Einführung natürlich auch ein Thema. Wir haben natürlich nicht alle Rohstoffe direkt umstellen können. Wir sind mit 24 Farben gestartet. Das waren die wichtigsten Standardfarben jetzt für uns. Wir haben jetzt die restlichen nachgeschossen und das ist eigentlich auch ein Vorteil vom Turbo im Verhältnis zu den herkömmlichen Farben. Wir haben schöne Farben wie zum Beispiel, ich denke, Rosgold ist vielleicht für euch sehr interessant. Wir haben das Berry. Neuerdings haben wir auch die Farbe des Jahres, unser Classic Blue dabei. Und die gute Nachricht ist, seid verspannt, die Vespa fällt ja aus, aber trotzdem sind wir natürlich darauf vorbereitet. Und es wird jetzt in den nächsten 2-3 Wochen einige neue Farben und Produkte geben, die wir natürlich gerne vorstellen. Super, das klingt ja sehr gut. Moment, ich hatte gerade eine Frage auf der Zunge und sie ist mir entfleucht. Ich weiß nicht mehr. Also falls ihr beim Zuschauen noch Fragen habt, bitte stellt sie uns, solange der liebe Michael noch da ist. Und ich schaue jetzt nochmal auf mein schlaues Sheet, ob ich da jetzt irgendwas Wichtiges vergessen habe, was ich dich unbedingt noch fragen wollte. Wir haben eigentlich die Vor- und Nachteile rausgearbeitet, würde ich sagen, was das Besondere ist, auch mit den Untergründen, die jetzt möglich sind. Die Farben haben wir auch besprochen, Lagerung, Haltbarkeit, die Entfernung, das Pressen. Ich denke, Pressen wäre auch mal noch ein spannendes Thema, weil wir ja wirklich mit anderen Pressen auch arbeiten als ihr, was jetzt aber natürlich viel zu weit gehen würde. Aber das ist sicher auch noch ein spannendes Thema. Ja, ich denke, soweit bin ich mit meinen Fragen durch. Und ich werde noch einmal kurz hier schauen, ob ich irgendeine Frage übersehen habe, die hier gekommen ist und warte noch vielleicht ganz kurz, ob noch jemand was schreibt, aber soweit sehe ich jetzt nichts. Ich scroll noch einmal rauf, ob ich irgendwas übersehen habe. Nein. Mir fällt spontan noch eine Kleinigkeit ein. Du hast eben in einem Nebensatz erwähnt, Schneiden ist natürlich ein wichtiger Teil des ganzen Prozesses. Und sich da die Mühe zu machen, die Folie perfekt zu schneiden, klar, weiß ich, im Vorfeld habe ich mich natürlich sehr viel beschäftigt, kommt es bei euch auf die ein oder andere Sekunde oder auf das oder die ein oder andere Minute manchmal nicht an. Aber wenn du die Folie nicht zu tief,
aber auch tief genug schneidest, hast du natürlich nachher beim Entgittern viel mehr Spaß. Also sprich, wenn du falsch schneidest, hast du sehr zähes Entgittern. Mhm. Und um es eindeutig zu machen, bitte das Messer nie weiter rausragen lassen, als die Produktstärke ist. Also wenn ihr ein Produkt habt, was 100 μ oder 0,1 mm ist, macht es keinen Sinn, das Messer 0,2 aus der Halterung rausragen zu lassen. Weil viele Leute machen den Fehler und sagen, ich überkompensiere das durch einen Messerdruck oder durch zu weites Herausstellen des Messers aus dieser Halterung. Das ist in meinen Augen ein sehr, sehr häufiges Problem. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das mit diesen ganzen Hobbyplottern auch so ist, aber im industriellen Bereich ist das einer der Hauptfehler, die immer wieder auch bei den sogenannten Profis passieren. Ja, ja. Ja, doch, der Umgang mit dem Messer und die richtige Schneidetiefe und der Druck, das ist ein Dauerthema und was auch wirklich vielen am Anfang ein bisschen Sorge bereitet, da ein Gefühl dafür zu bekommen. Also da hast du schon recht, das ist auch mit den Hobbyplottern ein großes Thema. Also danke für Ja, man muss Hinweis. Sich da immer so ein bisschen an die Produkte auch rantasten, das ist wichtig. Genau, genau. Das ist auch das, wofür ich immer plädiere. Man muss sich einfach mal trauen und einfach irgendwie moderater beginnen und dann langsam erhöhen, um dann zu schauen, bis man zum richtigen Ergebnis kommt. Genau. Eine Frage ist jetzt noch gekommen. Ja. Ob es eine Anleitung gibt für mehrere Farben übereinander. Aber ich weiß nicht genau, was die Juliane jetzt mit einer Anleitung dafür meint. Die Frage, die ich jetzt mal weitergebe, ist, man kann die neuen Turbofolien aufeinander pressen, oder? Übereinander schichten sozusagen. Wenn ich jetzt nicht aussparen würde und jede Farbe auf dem Textil, sondern ich presse übereinander, das ist möglich. Grundsätzlich ja. Ich muss da immer ein bisschen ausholen, weil es gibt so ein paar Sachen, die man beachten sollte. Wir sind da sehr, sehr konservativ. Ich weiß, dass es auch Wettbewerber gibt, die generell bei allen Folien sagen, du kannst alles miteinander kombinieren. Wir sind sehr kritisch und sagen, Gold, Silber, also diese mineralischen Folien und die Neontöne bitte nicht als Untergrund nehmen. Die kannst du als letzte Schicht oben drauf nehmen, aber nicht als Untergrund. Und was man auch bedenken muss, wenn man Multicolor arbeitet, es gibt Produkte, die wir als Hersteller im Heißschmelzkleberbereich mit weißen Pigmenten optisch aufbessern. So, Paradebeispiel, du hast jetzt, was weiß ich, eine schwarze Flexfolie als Untergrund und gehst mit so einer Folie, die einen weiß eingefärbten Heißschmelzkleber hat, obendrauf, kann der Kleber ja nicht so schön in die Textilstruktur gehen, sondern der quillt oben rechts, links, unten raus. Das kann man schön als optischen Zusatzeffekt verkaufen, aber die meisten Leute stört sowas. Also du hast schon Einschränkungen, aber machbar ist es bei den meisten Folien. Definitiv. Okay, also ich hoffe, liebe Juliane, wir haben da deine Frage jetzt beantwortet mit dem. Aber ich muss dazu auch gleich nachschießen, einlagig plotten ist viel also besser, dann muss man auch nicht darauf achten, ne? ob man was übereinander presst, dann presst man eigentlich nebeneinander und wir im Hobbybereich müssen halt immer nur dann darauf achten, dass wir halt, wenn wir viele Farben haben, nicht zu viel, zu lange, zu oft auf dieselbe Folie gehen und dann Schrumpfungseffekte haben und dann nichts mehr zusammenpasst. Also das ist immer unsere Herausforderung, wenn wir mehrfarbig plotten und wo wir viel Hilfestellungen hier auch in der Gruppe immer geben. Nur, dass du weißt, Michael, wovon ich jetzt spreche. Ja, also ich sage ja, das Thema Mehrfachapplikation ist ja eine Sache, die vielleicht sogar ein extra Chat wert ist. Also das, du hast angesprochen, wir reden natürlich über thermoplastische Sachen. Also sprich, durch die Temperatur ist es manchmal auch so, dass die Flexfolien so ein bisschen nach unten, was du eben auch mal gesagt hast, ins Textil gehen und dann dieses maßstabsgetreue nebeneinander oder übereinander ist sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, von Hersteller zu Hersteller gibt es da, darauf will ich nur hinweisen, unterschiedliche Empfehlungen. Und auch auf die Frage eben nochmal aufmerksam zurückzukommen, wenn du mit diesen herkömmlichen Folien arbeitest. Wie gesagt, ihr habt einen anderen Rhythmus und eine andere Arbeitsweise, aber wenn du jetzt zum Beispiel gewohnt bist, im normalen Bereich 20 Sekunden oder 15 Sekunden zu verpressen, das musst du nicht bei allen Schichten machen. Also da reicht zum Beispiel, du gehst bei der ersten Schicht mit einer kürzeren Zeit drauf und bei der letzten Veredelung nimmst du die volle Zeit. Also manchmal geht es ja da doch dann, auch wenn alle Zeit haben und entspannt sind, vielleicht um das Einsparen oder um das Schonen oder dass es nicht ganz so viel ins Textil verschwindet. Genau, aber habe ich jetzt richtig verstanden? Das heißt, bei der letzten Farbe, sagen wir, ich habe 5 Farben und natürlich die ersten 4 Farben presse ich kürzer, genauso lange, dass ich es am Textil hält und ich die Folie lösen kann, um das halt die andere Farbe zu schichten. Aber die letzte Farbschicht, die darf ich dann in der vollen Länge pressen. Das schadet den vorderen Folien nicht, dass sie jetzt schon mehrmals dann die Zeit und die Hitze abbekommen haben?
Nein, das macht den Polyurethanfolien, die ja der Marktstandard sind, nichts aus. Also auch wenn du das mal ausprobieren möchtest, wenn du die Temperatur so eingestellt hast, dass du es nicht komplett verschmilzt, also eine Leineneinstellung mit normalen Bügeleisen, also wenn du bei Baumwolleinstellungen über die Folien direkt drüber gehst, wirst du auch merken, da passiert nichts. Oder auch mit einer normalen, größeren Transferpresse. Also da sind die Folien sehr, sehr resistent. Okay. Und ich habe aber auch rausgehört, dass du gesagt hast, es wäre mal so ein eigenes Thema für sich. Darf ich davon ausgehen, ich darf dich wieder mal bei mir begrüßen hier zu einer Ja, Gesprächsrunde? ich denke, das könnte sich einrichten lassen, ja. Okay, also wenn euch das jetzt auch gefallen hat, dass wir hier den Experten, den lieben Michael vom Polytape bei uns sitzen haben, der uns wirklich Rede, Frage, Antwort, wie sagt man da? Rede und Antwort? Wie heißt dieser Spruch? Naja, du antwortest jedenfalls auf Oder all. Frage und Ja, Antwort. genau, das wollte ich sagen. Und wir wirklich greifbar, wir können hier jemanden fragen, der direkt, also er ist der Hersteller, wir können da richtig an den Ursprung gehen und alle unsere Fragen da wirklich an die richtige Adresse richten. Das finde ich immer so spannend, wenn man auch wirklich da fragt, wo man halt auch die richtige, mit der richtigen Antwort rechnen kann. Da gibt es dann keine Verunsicherungen mehr. Und wenn ihr Lust habt, dass wir vielleicht den Michael noch einmal hier bei uns begrüßen dürfen und ihr habt einen Themenvorschlag, dann nur her damit. Ja, kommentiert gerne oder schreibt mich mal an. Und ich denke, so ein Multicolor, also mehrfarbiges Applizieren, wäre mal ein spannendes Thema. Was du mir mal gesagt hast, was mich persönlich ja besonders interessieren wird, wäre Schwarz auf Schwarz. Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema, wie man schwarze Textilien mit schwarzen Folien schön veredeln könnte. Kann ich mir vorstellen. Aber ich denke, da werden wir einfach im Definitiv. Nachhinein uns mal zusammensprechen, ob und wie wir vielleicht dann nochmal hier eine nette Live-Runde zustande bringen. Das werden wir mit Sicherheit machen. Wir werden uns da zusammensetzen und mal analysieren, was zu machen ist. Was mir auch wichtig war, das hörte sich jetzt so groß an. Ja, wir Hersteller, wir brauchen euch natürlich auch. Wir sind nahbar, wir leben von Fragen, von Verbesserungsvorschlägen und also bitte kommt auf uns zu. Es gibt nichts Schlimmeres als Partner, die sich nicht miteinander auseinandersetzen. Also wie gesagt, wir sind gerne für euch da. Meldet euch, wir stehen Frage und Antwort. Super. Also ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Also es hat mir total Spaß gemacht. Ich lerne auch immer was Neues dazu. Es ist total ein spannendes Thema und ich hoffe, dass ich dich einfach ganz, ganz bald wieder begrüßen darf. Herzlich gerne. Einen letzten Wunsch habe ich, weil uns auch das am Herzen liegt. Wir haben jetzt seit dieser Woche unseren Instagram-Account scharf geschaltet. Also wir brauchen auch euch da. Und ihr könnt uns da auch mit Sicherheit schöne Beispiele schicken. Also Polytape Official bei Instagram. Ab sofort diese Woche scharf geschaltet. Wir werden euch auch da informiert halten die nächste Zeit über neue Produkte, neue Anwendungen. Da werden wir mit Sicherheit voneinander auch sehr, sehr viel lernen können und vielleicht auch Anwendungen vernetzen, neue Produktideen. Also nutzt das. Es ist eine Sache, die letztendlich für euch Anwender auch gemacht ist und da investieren wir sehr viel Zeit und Herzblut. Also ich hoffe, bis bald. Bleibt gesund in der heutigen Zeit und ja, nutzt den Austausch mit Miriam, mit uns direkt oder mit den lieben Marktbegleitern. Genau. Also macht's gut. Also, danke auch und bis zum nächsten Mal und euch allen ein wunderschönes Wochenende. Tschüss. Bis bald. Baba. Tschüss.